Ein wunderschönes Servus und Hallo heute zur 42. Folge vom Notizblock. Und heute war ein Feiertag hier, ein katholischer Feiertag, wo ich jetzt hier gerade bin. Und deswegen habe ich mir heute auch den Feiertag gegönnt und habe heute einfach mal gar nichts gemacht. So richtig schön entspannt. Und deswegen war natürlich jetzt auch gar kein großes Thema für den Notizblock. Und ich habe gesessen, habe mir gedacht, ich will euch jetzt aber auch nicht im Stich lassen. Also habe ich mir kurz überlegt, Mensch, es gibt doch da immer mal so eine Situation. Anders angefangen. Deswegen zeige ich euch eine kleine Nützlichkeit im Alltag, die man immer mal gebrauchen kann. Vielleicht kennt ihr schon, vielleicht nicht. Bitteschön. Und zwar habt ihr sicherlich immer mal die Situation, dass ihr schreibt mal einen Brief oder ein Briefchen oder ja, lasst es auch einen richtigen Brief sein, eine Nachricht an irgendjemand. Und ihr wollt das jetzt nicht zusammenknüllen und wenn ihr das zwei, dreimal faltet, dann geht es vielleicht wieder auf. Aber habt jetzt auch keinen Briefumschlag, um es reinzutun, wollt jetzt auch keinen holen. Was macht ihr da? Und da gibt es eine ganz einfache, nette Methode, aus dem Brief selber einen Umschlag zu machen. Und das zeige ich euch mal eben. Nicht wundern, jetzt wird die Kamera statisch, denn hier unten hängt ein kleines Stativ dran. So, also, nehmen wir mal an, hier habe ich mein Blatt Papier. Habe ich hier mehrere Blätter sogar. Und hier schreibe ich jetzt meinen Brief drauf. Hallo, hallo, Brief. Freund, Brieffreund, schreibe ich das jetzt so. Hallo Brieffreund. Gut, soweit könnt ihr das lesen. So, jetzt bin ich hier fertig mit dem Brief. Dein Matthias. Und denk mir jetzt, ja, blöd, das ist so geheim, das darf keiner lesen. Ja, also, wie mache ich daraus einen Umschlag? Ganz einfach. Ziel ist es erstmal, dieses eine Blatt so zu falten, dass man es länglich hat. Also, ich falte es einmal, halbiere es einmal längs. Zack. Und jetzt halbiere ich es nochmal längs. So. Erster wichtigster Schritt. Und jetzt braucht ihr ein bisschen Geschick. Ihr müsst ungefähr die Mitte dieses Ganzen hier rausfinden. Also sehen. Ich mache da immer so. Ich habe jetzt hier die Mitte. Und an der Mitte knickt ihr das so. Gesehen? So. Jetzt habe ich das sogar ein bisschen falsch gemacht. Ihr müsst es natürlich so knicken, dass es quasi schön mittig ist. So. Also ihr müsst es so knicken, dass hier das wie so ein A entsteht. Dass die beiden Seiten hier ungefähr gleich lang sind. Das wäre so das Ziel. So knicken. Und jetzt erübrigt sich das eigentlich alles. Das ist jetzt ganz einfach. Ich schlage jetzt einfach hier einmal rum. So. Und dann schlage ich das andere auch einmal rum. Zack. So. Und jetzt kann ich hier, seht ihr, da hat sich jetzt hier so eine Schlaufe gebildet. Und da kann ich das jetzt hier wunderbar reinstecken. Zack. Stecke ich rein. Falte ich gerade. Und das Beste ist, die Schlaufe ist immer noch da. Für die zweite Hälfte geht auch da rein. So. Zack. Fertig. Und was ihr habt, ist so ein nettes kleines Paket. Und da kommt ja jetzt noch der Empfänger dran. Drauf. Brief. Freund. Und damit habt ihr jetzt ein wunderbares kleines, einen kleinen Umschlag, ein kleines Ding, das, ich weiß gar nicht, ob man das so auch zur Post, in die Post einfach werfen kann. Kann man ja mal fragen, wenn hier eine Briefmarke drauf passt und alles, vielleicht darf man das ja sogar einwerfen. Kostet dann vielleicht irgendwie 5 Euro oder Franken, weil besonderes Format, aber auf jeden Fall so ganz praktisch, klein geht nicht auseinander und hält. Ich denke mal, das war's heute für die Heimwerker-Tipps und für Heimwerker-Tipps und wir sehen uns morgen wieder zur 43. Folge vom Notizblock und ich sag's euch, da wird's dann wieder ein bisschen mehr Tageslicht und ein bisschen mehr groß. Aber mehr verrate ich nicht. Also, bis dahin. Tschüss.